Seid mir gegrüßt, ihr ständig schneidenden Videohobbyisten und Regisseure. Mein Name ist Uwe und heute geht es mal darum, wie kann ich ein Video stabilisieren, wenn es ein bisschen verwackelt ist. Ja, und dazu zeige ich euch heute mal den Mercalli-Effekt. Ich gehe mal hier auf mein Videopool, da habe ich ein Video, das von der Fandomio in Dortmund ist. Okay, er macht jetzt hier ein Proxy. Dazu sage ich ganz am Schluss auch noch mal was. Wie könnt ihr ein Proxy erzeugen, zum Beispiel, wenn ihr das jetzt nicht aktiviert habt. So, das ist jetzt hier das Video. Ich lasse es mal abspielen. Ja, ist nichts Berauschendes, wie ihr gesehen habt, aber es wackelt halt. Da ich hier mit meiner GoPro gefilmt hatte und ich keine andere Kamera dabei hatte, außer mein Smartphone, aber das hatte ich in der Tasche, das wollte ich nicht dafür nehmen, ist das jetzt ein bisschen verwackelt. Und ja, die beste Bildstabilisierung ist natürlich vernünftiges Filmen und erst gar nicht wackeln. Gut gesagt, leicht gesagt, mit einem Gimbal oder mit einer modernen Kamera ist das auch möglich. So, aber jetzt wollen wir ja hier das Wackeln rauskriegen. Jetzt geht ihr hier auf Effekte, dann geht ihr auf Videoeffekte, Pro.Dat Mercalli Version 2. Da klickt ihr jetzt an. So, jetzt müsst ihr euer Video markieren und einmal hier Bildstabilisierung anwenden, draufklicken. So, jetzt könnt ihr hier noch so einiges einstellen. Die Grundeinstellungen sind schon recht gut. Ich mache hier allerdings den Bildausschnitt und Endergebnis lasse ich mir mal im Splitscreen anzeigen, ganz am Schluss. Und hier den Zoom. Also jetzt zoomt er in das Bild um 0,3. Ich weiß nicht, ob das Prozent sind oder was. Auf jeden Fall, er vergrößert dieses Bild, also zoomt rein. Dadurch kann er das Bild dann ausgleichen. Umso mehr ihr reinzoomt, das ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob das einfach Zoom ist, also doppelt, dann ist nur noch dieser Bereich, ich weiß es jetzt nicht. Umso mehr ihr hier reinzoomt, umso besser kann er natürlich ausgleichen, ohne dass hier oben irgendwas auffällt. Aber deswegen habe ich ja auch Bildausschnitt, dass hier oben kein Rand eingeblendet. Ich gehe mal hier auf 50%, ich glaube, ihr könnt auch selber Werte eingehen. Ich lasse das jetzt mal auf 51%. So, und dann müsst ihr nur noch eins tun, und zwar die Analyse ausführen. Ja, jetzt analysiert er das Video, wo wackelt es, was kann er dagegen tun. So, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch schneller geht, wenn ihr einen schnelleren Rechner habt, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, es gibt auch noch andere Videoanalyseprogramme, die sind aber kostenpflichtig und das ist jetzt hier schon beim Magix-Paket dabei. So, er ist jetzt fertig. Ich glaube, links ist das Original und rechts das Stabilisierte. Ja, okay. Man kann schon einen Unterschied sehen. Das wackelt bedeutend weniger als das. Wir könnten ja jetzt auch ohne Rand. Nein, Quatsch. Das habe ich jetzt gemacht. Das bleibt der Bildausschnitt. Jetzt könnt ihr natürlich hier auch das Endergebnis als einzeln angucken. Ja, gut. Es wackelt zwar immer noch, dann müsst ihr hier noch ein bisschen weiter einstellen, mehr einstellen, aber es geht schon ganz gut und ich würde sagen, das reicht auch so. Ja, also ich bin der Meinung, das reicht. So, dann noch der Tipp, den ich am Anfang angesprochen habe, falls ihr beim
Starten des Programms nicht den Proxy aktiviert habt, dann könnt ihr das im Nachhinein immer noch einstellen, und zwar unter Einstellung Film. Und wenn ihr hier jetzt keinen Haken gesetzt habt am Anfang, dann könnt ihr den nachträglich setzen und auf OK gehen, und dann setzt er hier bei allen Videos ein Proxy. Hier hat das ja gemacht. Da könnt ihr im Nachhinein nochmal Proxys setzen, falls es zu langsam wird. Ja, ich sag dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Und dann sage ich Tschüss, euer Uwe. Ciao.